Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel. Und wie man sieht, unser Laden hat schon wieder geöffnet. Ja, der brummt und boomt und alles läuft supi hier in dem Laden. Es ist einfach eine wahre Pracht. Es macht so viel Spaß hier zu spielen und mit den ganzen selbst hergestellten Sachen rumzuwerkeln. Es ist einfach Wahnsinn. Deswegen vergesse ich auch in aller Regelmäßigkeit die Zeit. Das ist der einzigste Nachteil da dran. Ja, wie gesagt, es brummt. Wir haben ein neues Ding am Fore. Und ja, ich komme kaum noch hinterher. Servo ist mit seinem Pflanzkram da beschäftigt ohne Ende. Ich hoffe, das läuft einigermaßen. Wir haben seit letzten Part auch noch, wir haben seit dem letzten Part auch noch eine Spielzeugfabrik. Da ist Volker gerade zugange gewesen. Jetzt ist er am Trainieren. Was machst du da? Du wolltest doch noch ein bisschen, hier töpfern. Komm mal runter vom Trimm-Dich-Rad und geh mal ein bisschen deine Frau unterstützen. Das ist ja, ich komme ja hier zu nichts. Es ist grauenhaft einfach nur noch. Man, ja. Was könnte man denn mal machen? Ich glaube, wir brauchen auch mal wieder kleinere Sachen, wie zum Beispiel, ja, Teller wird irgendwie gar nicht so dolle gekauft. Aber da ist schon wieder ein Teeservice weg. Kannst du mal nachbasteln. So. Ja. Also, wie gesagt, normalerweise sollte Serva an der Kasse stehen, aber Serva hatte sich verdünnisiert, war nicht rechtzeitig da. Und ja, dementsprechend musste ich jetzt ganz schnell unsere liebe Melissa da hinpacken, damit irgendwer da ist zum Abkassieren. Und die ist natürlich auch nicht die allerschnellste. Also es ist echt verrückt hier. Volker, du weißt schon noch, wo die Töpferei ist, ne? Also, mach du mal schön. Da steht jemand, der braucht Hilfe, glaube ich. Kann ich helfen oder so? Basisverhandlung, ja gut. Macht sie schon, alles gut. Wir wollen ein Teeservice. Dann mach doch bitte dieses. Ich glaube, wir hatten auch ein weißes gerade zu verkaufen. Wir müssten mal wieder auffüllen, ne? Also, gut, beziehungsweise, warte mal kurz. Was macht Servo? Servo ist noch, oh Gott, der braucht noch viel zu lange mit seinen Pflanzen. Du gehst jetzt mal kassieren und Melissa hört mit dem Kassieren auf und geht mal auffüllen. Ich muss hier auffüllen, das ist, wir haben ja gleich nichts mehr zum Verkaufen, das ist ja grausam. So, komm, wechselt mal die Plätze. Serva, Serva, gehst du bitte kassieren? Hier, hopp. Ja, eben, das Inventar meines Sims hat keinen Teddybär mehr. So, bitteschön, streng dich an. Aber ihr seht, hier ist es ist bald ausverkauft hier. Ich komme ja mit dem Produzieren gar nicht mehr hinterher. So grausam läuft das. kleines Teeservice. Jawohl, sehr schön. Volker, warte mal. Ja, du kannst auch noch. Warte mal, kannst du eigentlich schon. Nee, er kann immer noch nur die Topflappen. Okay, ja, dann mach noch, ja, dann mach dieses Teeservice nochmal. Ist okay, ich habe viele angeklickt, das ist ein bisschen dusselig gewesen. Wir brauchen ja die anderen Sachen auch noch. Ja. Muss ich ihn ein bisschen im Auge behalten, den guten Mann. Wo ist Servo? Servo ist immer noch mit dem Pflanzkram da zugange. Okay, das an. Mann, die sind da alle am Fluchen, weil wir nicht schnell genug vorwärts kommen. Man könnte fast überlegen, noch eine Kasse hinzubauen, aber. Im Notfall müssten wir das machen. Am besten dann oben noch eine, weil da ist noch Platz. Dann können sie sich oben und unten verteilen. Moment, ja, nee. Jetzt nicht noch eine. Nee. Volker. Teeservice verwerfen mal und dann machst du bitte, dann fertige mal noch ein paar Vasen. Warte mal, die da vielleicht. So, zack. Wir brauchen auch noch mal Vasen und so. So, du bist da am Füllen. Kannst du das alles machen? Oder hast du so Zeug gar nicht? Ich muss das immer ein bisschen überwachen hier. So, gut, okay. Es sind keine Ernteerzeugnisse mehr im Inventar.
Okay, dann geh doch auch mal wieder verkaufen, betören. Und hier verkaufen, betören. Dann lass das mit dem Auffüllen mal gut sein. Und betöre lieber die Kundschaft. So, und unser Volker, der ist am, der dreht am Rad hier, der ist, ja, das denkst du dir. Warte mal kurz, Moment, damit es auch gleich bei der richtigen im Inventar steckt. Weg damit. Was kann ich noch herstellen? Was brauchen wir noch? Eine Vase war das, ein Teller nicht, aber vielleicht ein Topf nochmal. Und dann fertigst du noch einen Krug. Dann haben wir genug. Nee, du musst jetzt auch niemanden anrufen. Oder hat's gebimmelt? Ich weiß es gar nicht, Leute. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin total überfordert hier mit dem... Oh, Tatsache, es bimmelt. Serva, weißt du was? Du könntest hier mal dran gehen. Geh mal abheben. Du darfst mal ganz kurz ans Telefon gehen. Ich muss gucken, dass Servo zeitig mal fertig wird hier. Ach, ich krieg nichts mehr mit, ey. Apfelbaum, gut, das ist gut. Der muss noch. Mach mal. Jetzt, Serva, wo bist du? Oh Gott. Kunden abkassieren, aufhören zu schwatzen, keine Zeit. Und wo ist unsere Melissa? Hilfe, Hilfe, ich komme nicht mehr mit. Was? Hergestellter Tontopf. Ja, sehr schön. Nicht einstellen, nein. Hier, verkaufen, betören. Verkaufen, betören. Was haben wir da noch alles? Lauter Leute, ey. Verkaufen, betören. Volker, bist du schon wieder fertig? Tontopf, war das das schon? Ach so. Ja, stimmt, weil er ihn jetzt scheinbar nicht ins Inventar packt. So, wir müssen... Ach, wir haben ja auch noch Gardinen da im Inventar. Warte mal. Wo sind unsere Gardinen hin? Und bitte. Warte kurz, ich muss mal... Oh Gott, sie hat ja gar keine Energie mehr. Die Frau ist immer dauermüde. Schwierig, 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 schwierig. Wir haben noch 10 Spielzeugroboter hier im Inventar. Gott, was wir alles haben, Leute. Also Topflappen brauchen wir erstmal keine mehr. Teller haben wir noch 20 Stück. Aber wir bräuchten nochmal hier so einen glänzenden Vorhang. Und was ist das? Ah, der hängt da schon. Oder können wir den da hin? Das sieht aber doof aus. Nö. Müsste man mal gucken. Wir haben keinen Platz für diese breiten Vorhänge, glaube ich. Das ist ein bisschen doof. Könnte man die oben noch? Naja, dann behalten wir die einfach erst. Oder kannst du hier irgendwie... Warum sehe ich denn den Vorhang hier nicht? Warte mal, was ist das? Topflappen. Wo ist denn das Verkaufsschild für den Vorhang? Du stehst da, glaube ich, gerade im Weg. Na gut. Oh je. Ja, du betörst noch die Leute und dann gehst du bitte erst einmal ins Bett. Mittags um 5. Ich fasse es. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Nein, nicht umkippen, nicht umkippen. Oh Gott, die Arme. Hilfe, Hilfe. Ich komme ja nicht mehr hinterher. Wir machen gleich wieder zu. Ich glaube, das ist hier echte Überlastung. Dann, Mädel, komm hierher. Warte mal, am besten teleportierst du dich. Hierhin teleportieren, so ist es besser. Kannst du das noch oder bist du jetzt eingepennt? Oh, meine Süße, wach wieder auf, komm. Aufwachen, hopp. Wach auf, wach auf. Ganz schnell aufwachen. Jo, teleportier dich und weg ist er. Ach, was ein Glück, dass wir das mal gelernt haben. So, ab ins Bett mit dir. Heiliges Kanonenrohr. Also, ich stelle fest, Volker hat's eher drauf. Der hält länger durch, zumindest. Wo ist Volker jetzt überhaupt? Kassiert noch jemand? Ja, es kassiert. Was macht Volker? Tai Chi. Ja, was denn sonst, ne? Ihr seid unmöglich, Leute. So, du kannst jetzt hier nochmal verkaufen. Basisverhandlung verkaufen. Basisverhandlungen, was ist mit denen da? Zauberwirken, Zauberwirken, okay. Dann verkauft die noch und dann würde ich sagen, reicht's auch für dich erst einmal. Nein, 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 nein. Ich habe das gesehen. Sehr wahr. Würdest du bitte aufhören und hier kassieren? Bitte, bitte. Dreh um. Push.
Die schmeißen uns alles wieder auf den Boden. Dann haben wir nichts verkauft. Dann gibt's Ärger. Es tut mir leid, dass Servo gerade nicht zur Unterstützung da ist. Ich weiß ja nicht, wie lange der immer mit den Pflänzchen hier am Quasseln ist. Das Ding ist in Ordnung. Das Ding ist in Ordnung. Gut, das reicht jetzt auch. Dann komm doch mal her. Oh. Nach langen Studien, was? Des Kundenverhaltens bringt Volker mittlerweile harte Verkaufsverhandlungen zustande und übt richtig Druck auf den Kunden aus oder verscheucht ihn. Dafür gibt's einen silbernen Verkaufstalentorden. Sehr schön. Du kannst mal bitte auffüllen hier. Wir brauchen dringend Obst und Gemüse. Also. So, du hast den da auch? Nein, hier verkaufen. Und da auch nochmal. Den will er mal einstellen. Mit dem kannst du mal quatschen, meinetwegen. Über Hobbys reden. Fitness. Ja, kannst du machen. Ich fass es nicht, ich fass es. Leute, es ist einfach viel los. So, ich würde sagen, wir machen dann hier auch zu. Geschäft schließen für heute. Warum hast du nichts? Das ist so grausam. Wer hat denn hier den Kram, wenn du nicht... Ach Gott. Herzlichen Glückwunsch, das Geschäft ist nun auf Status 6 erreicht. Du hast einen Punkt gewonnen, den du für Geschäftsvorteile ausgeben kannst. Ja, das könnten wir noch machen. Ich weiß nur gerade gar nicht mehr, was wir geplant hatten. Ja, mal gucken. So, komm mal her, du. Geschäftsvorteile. Was haben wir denn da alles? Ach, hier das Gespür, die Manipulation wollten wir noch auf jeden Fall fertig machen. Wow, dein Verkaufsgeschick ist wirklich atemberaubend. Wählst du im Menü Verkaufen die Interaktion Manipulieren? Kannst du deinen Kunden jetzt all das verkaufen, was sie gar nicht wollen? Sehr gut. Klingt schon mal sehr gut. So, dann hatten wir gesagt, glaube ich, das nicht. Großhandel macht auch keinen Sinn. Wir sagten Motivation und noch bemerkenswerter Ruf. Also ich würde dann erst vielleicht nochmal am Ruf weiterarbeiten. Das ist nicht ganz so krass, glaube ich. Oder ist Motivation jetzt erstmal sinnvoller? Da könnt ihr mir vielleicht mal was sagen. Wir haben noch einen Punkt übrig. Wohin zuerst? In die Motivation einfließen lassen oder in den Ruf? Dann lasse ich das jetzt erstmal so. Das Gespür ist komplett aufgebaut, also besser geht's nicht, ne? Und dann gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Wer ist denn da schon wieder am Abhauen? Servo will schon wieder abhauen. Servo, ich sehe das. Du kannst hinterher Hausarbeiten machen. Du kannst hier nochmal ein bisschen verkaufen und da nochmal ein bisschen verkaufen. Geh und tu was Vernünftiges. So, und du, Booster, du bist auch schon müde, ne? Eigentlich, ja. Okay, dann gehst du mal bitte hier, hier benutzen. Kannst ein Bad nehmen von mir aus. Dauert zwar wieder eine halbe Ewigkeit, es ist noch nicht so spät. Und Hunger hättest du auch. Dann würde ich sagen, nimmst du dir einen Rest. Und dann gucken wir mal, ob wir den guten Mann mit ein bisschen Kaffee oder so noch wach halten können. Und Melissa müssen wir dann auch mal aufwecken. Ey, hallo, kannst du noch... Warte mal. Hast du denn sonst nichts, was man irgendwie noch auffüllen könnte? Ach so, doch, ja, er hat doch. Warum hat er nicht? Oder hat er doch aufgefüllt? Ist jetzt doof? Nee, hat er nicht. Warum hat er nicht? Moment. Kann man das so machen? Machen wir mal hier Erdbeeren dahin. Stangenbohne ist doch aufgefüllt. Die Orange. Die einfach nehmen kann ich nicht. Mal gut, er hat die ganzen 1000 Fische. Er hat die Gurke. Nee, aber er könnte sie daneben legen, aber er kann die da nicht auffüllen. Es ist echt ein bisschen blöd. Was hast du denn sonst noch? Ich wollte eigentlich gucken, ob du noch andere Dinge hast. Aber das nutzt mir ja auch nichts, wenn ich die da nicht einfach hinpacken kann. Bisschen dumm. Nee, sonst hat er nichts. Da ist noch ein Gemälde. Ah, okay, ein Originalgemälde. Ist denn oben ein Gemälde gerade am Hängen? Ich habe oben gar nicht geguckt. Nein. Hier hängt gerade wieder nichts. Da hat doch tatsächlich schon wieder jemand unser Gemälde gekauft. So, dann kannst du das noch, nee, nicht ansehen. Keks. Ja. Mach das. Gut.
Dann haben wir wenigstens wieder für den nächsten Tag da was zum Verkaufen hängen. So, was kann ich mit dir denn sonst noch machen? Ich habe keinen Plan mehr. Leute, ich habe einfach keinen Plan mehr. Es ist so fürchterlich, mach was du willst. So, dein Mädel kassiert die restlichen Leute ab und dann müssen wir echt mal gucken. Hilfe, ist das anstrengend. Uiuiuiui. Und sie möchte wieder malen und sie möchte auch wieder nicht Roboter. Keks. Was will sie herstellen? Spielzeug. Genau, Spielzeug will sie herstellen. Ja gut, du bist am Baden. Wie sieht's denn mit Melissa aus? Naja, die muss noch ein bisschen schlafen. Also das geht so gar nicht. Das reicht nicht. Himmel, Himmel, Himmel. Also das ist wirklich der einzigste Vorteil. Roboter werden halt nicht großartig müde. Also, ne, die kann man hier wirklich im Notfall, wenn man sie einfach nur an die Kasse stellt, bis alles leergeräumt ist. Das könnte man sogar machen. Also, naja. Gut, das war jetzt Mittwoch. Ich glaube, den nächsten Tag werden wir dann auch mal eine Geschäftspause einlegen müssen, damit wir auch noch mal zu anderen schönen Dingen kommen. So, das war der letzte Kunde. So, komm mal her. Du kannst mal ganz kurz was mit deinem Schatzi machen. Hier, komm, unterhalte den mal mit einem Insiderwitz. Erzähl ihm mal von der anstrengenden Arbeit an der Kasse. Und davon, dass du eigentlich schon fast wieder eine Reise bräuchtest und so weiter und so fort, ne? Servo, bleib mal kurz da. Nicht weglaufen. Dein zukünftiges Frauchen kommt gerade und will dir was erzählen. Ja. Volker hat Hunger. Was ist denn das hier alles? Nimm doch mal das da. Was auch immer das ist. Ach, Schatz, das ist so anstrengend. Diese Leute an der Kasse sind so ungeduldig. Kennst du das auch? Ja. Kennen wir. Und du möchtest mit Server tanzen. Können wir doch, ne? Wir brauchen noch nicht mal Musik. Wir können auch sowas machen. Ja, genau, wir müssen unbedingt wieder in den Urlaub, da in die Berge. Sag mal, hattest du nicht eh vor, ein Ferienhaus zu kaufen oder so? Das würde sich doch anbieten. Wir kaufen uns ein Ferienhäuschen und dann machen wir uns ab in die Berge. Wir brauchen dringend Urlaub. Die wollen uns doch hier glatt den ganzen Laden antreten. Ja. Das müssen wir uns echt mal überlegen. Das könnte man durchaus mal so machen, ne? Mann, die Woche war wieder unglaublich. Das stimmt. Die war wirklich unglaublich. So, mein Schatzilein. Lass dich mal knuddeln und machen und tun und was weiß ich nicht noch. Hey, hallo, du sollst mal aufhören zu tanzen. Was? Ausarbeiten machen? Ne? Insiderwitz erzählen? Streicheln? Ja. Halt! Was war das? Hilfe! Bleib doch mal stehen! Oh, wo bist du denn jetzt hin, Mädel? Warte doch auch mal auf dein Servo, der kommt ja gar nicht hinterher. Und er macht schon wieder Tai Chi. Moment, ich wollte aber auch noch ein paar andere Wünsche. So, das ist Streicheln gewesen. Du musst noch den Insiderwitz erzählen. Ich komme halt mit unseren zwei Grazien aus Blech hier echt durcheinander. Das ist ja ein bisschen schwierig manchmal. So, und dann habt ihr euch mal lieb und könnt mal rumschmusen und all solche Dinge eben auch. Und du bist hier am Tai Chi am machen. Ja, so sieht's aus. Genau. Und du wolltest doch aber auch noch ein bisschen Dings mal. Was ist das eigentlich, was du da hast? Sieht aus wie Fisch, oder? Das ist doch Fisch. Ja, dann leg mal den Rest weg, bitte. Und wie wäre es, wenn du auch mal abspülst? Ich meine, nur weil wir hier so ein paar ne, KIs haben, musst du da nicht alles liegen lassen. Das ist ein bisschen doof. So, dann kannst du hier auch noch mal weitermachen, wenn du willst. Kurzfristig. Na, Melissa ist am Schlafen, die könnte eigentlich auch noch mal aufstehen. Komm mal her, meine Süße. Du bist ein bisschen besser ausgeschlafen, dann komm du doch auch mal nach oben und geh mal kurz hier benutzen und vielleicht duschen noch.
dass ihr zwei dann noch zusammen auch wieder ins Bett kommt, ne? Das ist ja alles nicht so einfach. So, was machst du jetzt da? Bist es du? Oder wer bist du? Und du machst das Bett. Ja klar, was auch sonst. Du legst den Controller weg. Nee, du nimmst ihn dir und spielst erstmal. Ja klar, warum nicht, ne? So, wer von euch beiden hatte denn jetzt eigentlich gemalt? Können wir hier mitmachen? Gucke mal, du könntest doch mitspielen. Komm, lass uns doch mal zusammen zocken. Ja, er betrauert, dass er nicht in Urlaub kann. Ja. Okay, mach den Backstein da. So, Volker, was machst du? Wo bist du? Du hast einen Backstein. Komm her mit dem Ding. Juhu. Ab damit ins Inventar. Wo ist dein Frauchen? Die ist unter der Dusche. Dann könntest du doch mal noch ein bisschen... Was könntest du denn mal machen? Ach so, wieder... Hier, gucke mal. Simoleons ernten und gießen. Das ist doch auch eine schöne Sache. Und dann würde ich wirklich vorschlagen, der nächste Tag bleibt geschäftsfrei. Weil ich komme ja hier zu gar nichts mehr mit den beiden. Die sind ja nur noch am Ackern und am Machen und am Tun. Und das ist ja natürlich dann auch ein bisschen doof. Und ich sehe gerade, dass meine Zeit schon wieder um ist. Bist du fertig, meine Süße? Ja. Sie ist fertig. Das bedeutet, wie das hier mit den beiden dann weitergeht, was uns da noch alles einfällt und was wir mit dem vielleicht freien Tag anfangen, das sehen wir dann alles im nächsten Part. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann, tschüss!